Liebe Bartanhänger, liebe Bartanhängerinnen. Und es könnte passieren, dass genau das irgendwann nicht mehr gesagt wird. Weil ich mich auf eine ziemlich riskante Wette eingelassen habe, die so ziemlich alles verändern könnte, wofür dieser Kanal steht. Optisch gesehen. Ja, wo fange ich am besten an? Alle, die im letzten Video aufgepasst haben, wissen ganz genau, dass der Olli und ich die witzigsten Amazon-Kundenbewertungen durchgegangen sind, die wir gefunden haben. Und ganz am Ende des Videos, nach dem Outro und vor den Outtakes, also man hätte es nicht besser verstecken können, hat der Olli eine Wette angerührt, auf die ich blöderweise eingegangen bin. Und kurz gesagt, der Verlierer dieser Wette muss seinen Bart abrasieren. Goodbye, dear friend. Goodbye, dear friend. Es fing alles damit an, dass ich mal wieder ein paar alte Bilder von mir gefunden habe, auf welchen ich nur einen 3-Tage-Bart trage. Und mir aus Spaß dachte, ich lade das mal bei Instagram und bei Facebook hoch und frag einfach die Leute, was sie davon halten und ob sie 3-Tage-Bart Alex oder ob sie den Vollbart Alex cooler finden. Und die Ergebnisse sahen wie folgt aus. Denn während sich Facebook, wie wir hier sehen, relativ einig war, welche Variante von Alex sie besser finden, war sich Instagram jedoch nicht so einig. Also habe ich scheinbar eine komplett andere Community auf Instagram als auf Facebook. Und natürlich hat das mein aufmerksamer Arbeitskollege, YouTube-Partner und Freund, auch genannt Olli, mitbekommen und das zum Vorteil genutzt und meinte, hey, wenn jetzt schon so eine Grundsatzdiskussion entstanden ist, machen wir doch gleich eine Wette draus. Und ihr wisst ja, wie ich bin, vor keiner Herausforderung schrecke ich zurück, auch wenn das mein Ende bedeuten könnte. Und jetzt kommt ihr ins Spiel. Denn ich habe mir 10 Challenges notiert und ihr müsst abstimmen, welche 3 davon ihr am besten findet und sehen wollt. Denn was passt besser bei uns als eine Horror-Challenge? Ich meine, der Olli und ich, wir haben ja das erste Mal auf YouTube zusammen so richtig was gemacht, als wir Resident Evil zusammengespielt haben. Soll ich es nochmal probieren? Wie ein Gott, diese Leiter hoch. Komm schon, Baby, komm! Oh, ihr Ficker! Ihr kleinen Ficker! Oh Gott! Oh, wie hab ich das denn gemacht? Wie hab ich das denn gemacht? Deshalb suchen wir ein neues Horrorspiel aus. Und wer das schneller finisht, ist der Sieger der Challenge. Die zweite Variante ist die Blind-Challenge. Wir verbinden uns die Augen, sind also komplett blind, wie der Name schon sagt, und versuchen, so schnell wie möglich an einen vorbestimmten Ort zu kommen. Und wer das schneller schafft, ist natürlich der Sieger. Wir zocken Minigames wie Fußballtennis, Minigolf, Floorball oder vielleicht sogar auch nur Bierpong oder die klassische Crossbar-Challenge, wo wir einfach versuchen, so oft wie möglich Latte oder Pfosten zu treffen. Also sprich, wird ein Tag sein, wo wir 3 dieser ganzen Ballsport-Challenges durchführen und wer die Best of 3 gewonnen hat, hat den Tag gewonnen. Die nächste Idee ist Schmecken, Riechen und Fühlen und ich glaube, dazu muss man nicht viel erklären, oder? Dann kommt eine Idee, die ich besonders sehr cool finde und das ist die Nicht-Lachen-Challenge. Und das wird dann wirklich so ablaufen wie bei Joko und Klaas. Wir setzen uns in den Raum an den Tisch, versuchen den anderen zum Lachen zu bringen und dann gibt es vielleicht, was weiß ich, 5 oder 10 Runden davon. Und wenn wir schon mal bei Joko und Klaas sind, was wäre denn, wenn wir einfach nochmal in die Stadt gehen und eine Wenn-ich-du-wäre-Challenge machen, so à la Bullshit-TV im Ohr? Ich wollte dich fragen, ob du... Nicht meine neue Freundin sein möchtest. Was spielst du? Wir stecken uns einen Ohrstecker rein, telefonieren miteinander und der eine sagt dem anderen, was er machen muss in der Stadt. Die CrossFit Challenge. Der Olli und ich sind ja ziemlich sportlich, vor allem ist das ja auch unser Beruf. Und dann werden wir einfach eine der härtesten CrossFit Workouts trainieren und versuchen, wer dann schneller durchkommt. Dann haben wir noch die Go-Kart-Challenge. In der Nähe von Leipzig, wo wir ja beide wohnen, gibt es eine relativ chillige Kartanlage. Auch wenn ich die Mitarbeiter beim letzten Mal irgendwie Katastrophe fand. Und dann machen wir einfach eine kleine Go-Kart-Challenge. Auch da geht es wieder um Schnelligkeit. Haha, wie innovativ.
Dann gibt es noch eine kleine Dating-Challenge, würde ich es jetzt einfach mal nennen. Wir gehen in die Stadt und schauen, wer von uns am schnellsten Telefonnummern klar bekommt. Und die allerletzte Sache ist eine von Ollis Ideen. Wer schneller zunimmt in einem gewissen Zeitraum von vielleicht ein paar Stunden. Sowas hat mein Vater öfter auch an seine Schweine verfüttert. Ja, und Schweine hat er gemästet. Und jetzt seid ihr dran, weil ich wollte das Video eigentlich kurz halten. Ihr stimmt ab, welche dieser Ideen ihr am besten findet. Ich brauche die Top 3. Das, was am höchsten gewotet wird, was am meisten vorkommt oder was am meisten Daumen hoch bekommt, wird dann halt gemacht. Und wenn ihr selbst noch Ideen habt, weil das finde ich ja sowieso immer am besten, dann schreibt das auch auf. Denn vielleicht findet das genauso viel Anklang, wenn nicht sogar noch mehr. Dieses Voting wird ab jetzt, wo dieses Video quasi hochgeladen wurde, 7 Tage laufen. Und dann drückt mir bitte die Daumen, damit ich auch noch im neuen Jahr mit diesem wunderschönen Vollbart rumlaufen kann. Und letzte Sache, ich habe ja vor einiger Zeit in meinem Real Talk Video angesprochen, dass es eine WhatsApp-Gruppe gibt, in welcher sehr bewährte, aktive und treue Stammzuschauer rein können, um mit mir persönlich auch zu schreiben und mit allen anderen dieser Stammzuschauer. Mittlerweile gab es da recht viele Anfragen und ich dachte mir, vielleicht kann man was tun, dass auch die Leute, die jetzt keine Stammzuschauer sind und trotzdem Interesse haben, mit uns mal zu kommunizieren und vor allem mit mir privat, ohne dass aber die Gefahr besteht, die Telefonnummer rausgeben zu müssen oder beziehungsweise, dass andere Gruppenmitglieder ihre Telefonnummer dadurch riskieren. Und da bin ich auf die App Discord gekommen. Einige von euch haben mich darauf hingewiesen, dass das eine Lösung wäre, ohne dass man seine Telefonnummer an irgendjemanden rausgeben muss. Somit ist es jetzt möglich für alle Interessenten, egal ob ihr schon lange Zuschauer seid oder eben nicht, mit uns und mit mir privat zu schreiben. Da gibt es eine Gruppe und da gibt es natürlich auch einen Privataccount. Ladet euch diese App bzw. Programm, weil das scheint es auf dem PC auch zu geben, einfach mal runter. Und dann haben wir eine Lösung, dass wir keine WhatsApp-Nummern rausgeben müssen und trotzdem jeder in diese Gruppe kann. Und wir endlich eine richtige Kanalgruppe zu Beardbro TV haben. Und der große Vorteil liegt natürlich nicht nur darin, dass wir privat miteinander kommunizieren können, sondern dass ihr wisst, was passiert, bevor es auf meinem Kanal wirklich passiert.